Sommerzeit ist Datingzeit. Die Sonne scheint, die Tage werden länger und die Stimmung ist ausgelassen. Perfekte Voraussetzungen, um neue Leute kennenzulernen und endlich dein Traumdate zu finden. Aber aufgepasst, die Konkurrenz ist groß. Heute verrate ich dir in diesem Video 6 ultimative Tipps, mit denen du diesen Sommer unwiderstehlich für Frauen wirst. Garantiert. Bist du bereit, dein Single-Dasein hinter dir zu lassen? Dann geht es jetzt los. Herzlich willkommen mit bei den ultimativen Verführern. Wir sind dein Flirt-Kanal, in dem wir dir zeigen, wie du Frauen mit Leichtigkeit in jeglicher Alltagssituation ansprechen, daten und verführen kannst. Viel Spaß mit dem Video. Tipp Nummer 1, sommerliche Selbstbewusstseinsbooster. Sport und Fitness. Ein fitter Körper und ein gesunder Geist wirken sich positiv auf dein Selbstbewusstsein aus. Gehe joggen, schwimmen oder Radfahren oder melde dich im Fitnessstudio an. Neue Kleidung. Investiere in ein paar neue Outfits, die deine Persönlichkeit unterstreichen und in denen du dich wohlfühlst. Ein lässiges Sommerhemd, coole Shorts und trendige Sonnenbrillen können wahre Wunder bewirken. Haarschnitt und Styling. Ein gepflegter Haarschnitt und ein cooles Styling können dein Aussehen enorm aufwerten. Probiere etwas Neues aus und lass dich von einem Friseur beraten. Positive Einstellung. Konzentriere dich auf deine Stärken und die positiven Aspekte deines Lebens. Sei optimistisch und dankbar für das, was du hast. So strahlst du automatisch mehr Selbstbewusstsein aus. Extra Tipp. Lerne eine Sommeraktivität, ob Surfen, Stand-Up, Paddling oder Beachvolleyball. Neue Herausforderungen und Erfolgserlebnisse stärken dein Selbstbewusstsein zusätzlich. Tipp Nummer 2. Sommerflirttechniken für heiße Tage. Der Eisbrecher. Ein Eis oder ein erfrischendes Getränk sind an heißen Tagen immer eine gute Idee. Nutze die Gelegenheit, um mit der Frau an der Theke ins Gespräch zu kommen. Gemeinsame Aktivitäten. Schlage ihr vor, spontan ein Eis essen zu gehen, in den Park zu gehen oder an See zu fahren. So könnt ihr euch in entspannter Atmosphäre kennenlernen und leidenschaftlich flirten. Sommerliche Komplimente. Mach ihr ein Kompliment zu ihrem Sommerkleid, ihrem Sonnenbrand oder ihrer fröhlichen Ausstrahlung. Achte aber darauf, dass das Kompliment ehrlich und authentisch ist. Beim Sonnenbrand kannst du sagen, bist du braun, kriegst du Frauen, sag doch, so ein Klassiker von Mickey Krause, Malle-Song, kannst sagen, und bei dir ist umgekehrt, bist du brauner durch die Sonne, machst du mich heißer. Kannst ein bisschen humorvoll flirten mit der Frau. Sei spontan und kreativ. Der Sommer ist die Zeit für Spontanität und Abenteuerlust. Sei kreativ und überrasche sie mit etwas Ungewöhnlichem, so wird sie sich an dich erinnern. Ein kleiner Extra-Trip. Lerne ein paar lockere Sommer-Flirt-Sprüche. Mit ein bisschen Humor und Charme brichst du das Eis und sorgst für gute Laune. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie du eben diese Sommerflirt-Techniken kannst, lernst, welche Sprüche du anwenden kannst, dann trage dich unten in der Videobeschreibung ein. Im Rahmen eines Coachings gehen wir diese Szenarien mit dir durch und bringen dich bis zum Sommer auf den Stand, damit du eben der ultimative Verführer für den Sommer bist und ein erfülltes Datingleben hast. Wir warten auf deine Anfrage, mein Bester. Tipp Nummer 3. Sommergesprächsthemen, die garantiert für Gesprächsstoff sorgen. Urlaubspläne. Frage sie, wo sie ihren Urlaub verbringt oder was sie im Sommer noch vorhat. So erfährst du etwas über ihre Interessen und Hobbys. Sommeraktivitäten. Was macht sie gerne im Sommer? Geht sie gerne schwimmen, wandern oder in die Eisdiele? Finde heraus, welche Gemeinsamkeiten ihr habt und worüber ihr euch unterhalten könnt. Aktuelle Ereignisse. Informiere dich über aktuelle Ereignisse in deiner Stadt oder Region, in der du dich befindest, zum Beispiel Festivals oder Konzerte. So hast du immer Gesprächsstoff parat und kannst dir zeigen, dass du dich für dein Umfeld interessierst oder mit ihr halt eben quasi Dates da verbringen kannst. Zum Beispiel in Augsburg wird es im Sommer ein großes Fest in der Stadt geben, das in der Regel 3 Tage geht, nennt sich auch Sommernächte. Das zum Beispiel als kleines Beispiel für so ein Fest. Persönliche Interessen. Frage sie nach ihren Hobbys, ihrer Lieblingsmusik oder ihren Lieblingsbüchern. So lernst du sie besser kennen und findest gemeinsame Interessenspunkte. Extra-Tipp, sei ein guter Zuhörer. Schenke deiner volle Aufmerksamkeit, wenn sie spricht. Stelle ihr Fragen und zeige ihr, dass du dich wirklich für sie interessierst. Mit gezielten Fragen auf sie eingehen, dann wirst du Frauenherzen erobern. Viertens, vierter Tipp,
sommerliche Körpersprache. Augenkontakt. Halte Blickkontakt, wenn du mit ihr sprichst. Das zeigt ihr, dass du dich für sie interessierst und dass du ihr zuhörst. Und wichtig, wenn du eine Brille trägst, was zwar sexy aussieht, nimm die Brille ab und schau ihr tief in die Augen. Ein sommerliches Lächeln. Ein Lächeln ist die beste Visitenkarte. Ein echtes, offenes, authentisches Lächeln wirkt freundlich und sympathisch. Und vor allem, es bindet. Man fühlt sich wohl in deiner Umgebung und in deiner Gegenwart. Offene Körpersprache. Achte auf deine Körperhaltung. Stehe aufrecht, halte deine Schultern zurück und vermeide es, die Arme vor der Brust zu verschränken. So wirkst du offen und selbstbewusst und natürlich sommerlich einladend. Sommerliche Berührungen. Berühre sie leicht am Arm oder an der Schulter. Wenn du etwas ihr sagst, das zeigt ihr, dass du dich für sie interessierst und dass du Körperkontakt magst. Kleiner Tipp am Rande. Sei authentisch, das ist wirklich wichtig. Versuche nicht, jemand zu sein, der du nicht bist. Frauen merken sofort, wenn du unecht bist. Wenn du dich unsicher fühlst, sprich es einfach aus, steh dazu und zieh dein Flirt kontinuierlich durch wie ein echter Mann. Tipp Nummer 5. Sommerliche Orte zum Kennenlernen. Freibäder und Seen sind geeignete Orte. An heißen Tagen sind Freibäder und Seen beliebte Treffpunkte für Singles. Hier kannst du neue Leute kennenlernen und dich ungezwungen unterhalten und vor allem leidenschaftlich flirten. Parks und Biergärten. In Parks und Biergärten herrscht eine entspannte Atmosphäre, die sich gut für das Kennenlernen neuer Leute eignet. Bring etwas Zeit mit und setze dich auf eine freie Bank. Wenn eine hübsche Dame neben dir Platz nimmt, kannst du das Gespräch einfach beginnen. Oder besser, du sprichst einfach eine Dame an, die gerade ein Buch auf der Bank liest oder auf der Wiese liegt oder am Biergarten was isst. Bars und Clubs. In Bars und Clubs kannst du tanzen, feiern und Frauen kennenlernen. Achte aber darauf, dass du nicht zu aufdringlich bist. Sportveranstaltungen und Festivals. Bei Sportveranstaltungen und Festivals kannst du Leute mit ähnlichen Interessen kennenlernen, so findest du schnell gemeinsame Gesprächsthemen und auch wunderschöne Frauen. Kurse und Workshops. In Kursen und Workshops kannst du neue Fähigkeiten erlernen und gleichzeitig neue Leute kennenlernen. So verknüpfst du das Kennenlernen mit einer interessanten Aktivität, was dir dabei beim Flirten für Gesprächsthemen weiterhilft. Ein kleiner Extra-Tipp: Sei offen für neue Bekanntschaften und Flirts. Du kannst neue Frauen überall kennenlernen, selbst im Supermarkt oder in der Bahn. Sei offen für neue Begegnungen und halte die Augen offen und ergreife die Initiative. Und wenn du auch wissen willst, wie du diese Initiative ergreifen kannst, wie du Frauen wirklich charmant, direkt, sympathisch ansprechen kannst, dann abonniere diesen Kanal, denn dann wirst du auch keine weiteren Tipps zu diesen Themen verpassen. Tipp Nummer 6. Sommerliche Aktivitäten für Singles. Eine beliebte Aktivität sind Grillpartys. Organisiere eine Grillparty mit Freunden und lade neue Leute ein. So kannst du in ungezwungener Atmosphäre neue Leute kennenlernen. Vor allem lass sie weibliche Freunde einladen. Du bist zum Beispiel an der Uni in der neuen Arbeit, lade deine Kolleginnen ein. Wanderungen und Fahrradtouren. An schönen Sommertagen kannst du eine Wanderung oder Fahrradtour unternehmen. So lernst du neue Frauen kennen und gleichzeitig kannst du etwas für deine Fitness und Attraktivität tun. Bootstouren und Stand-up-Paddling. Auf dem Wasser kannst du neue Frauen kennenlernen und gleichzeitig Spaß haben und sie von deinen Skills beeindrucken. Dasselbe gilt auch für Surfen. Ein Open-Air-Kino und Konzerte. Im Sommer finden viele Open-Air-Veranstaltungen statt. Das ist die perfekte Gelegenheit, um neue Frauen kennenzulernen und gleichzeitig etwas zu erleben. Kannst du aber auch für Dates nutzen. Kleiner Tipp, sei kreativ. Es gibt viele Möglichkeiten, Frauen kennenzulernen und kreative Dates zu machen. Denk dir diese kreativen Aktivitäten einfach aus und setze sie um. Und wenn du auch wissen möchtest, wie du ganz entspannt humorvoll flirten kannst, hier geht's zum Infeed, wo ich mit einer wunderschönen Türkin in Augsburg flirte. Da lernst du sehr viele Sachen über Dynamik, Humor kennen und dann bist du auch besser für den Sommer gewappnet. Viel Spaß mit dem Video, mein Bester.